Ja, wenn wir vielleicht bei den Versicherungen bleiben, nochmal, Luigi, wäre mein Vorschlag. Du hattest ja die Zurich Insurance, die Zürich Versicherung als Alternative zur Helvetia ins Spiel gebracht. Vielleicht stellst du deinen Case einfach nochmal in zwei Sätzen vor. Ja, ich gehe da, was der Hermann gesagt hat. Es ist sicher so, dass die Aktie vermutlich im Moment etwas überteuert ist. Aber wenn man die Strategie anschaut und auch in welche Richtung die Zürich geht, einerseits das Portfolio jedes Jahr zu säubern. Dort, wo es eben nicht diese hohe Profitabilität gibt, aber auch von also von schlechten Portfolios sich zu verabschieden, dann aber auch jetzt zu wachsen, also in den USA den texanischen Insurance gekauft und natürlich eine klare Ausrichtung auf hohe Dividendeauszahlung, also rund 75% des Gewinns auszuzahlen als Dividende mit einer Wachstumsrate von rund 5% pro Jahr. Das war also, und es ist ein Global Player, also der auch im Risikomanagement sehr, sehr stark ist. Auch vermutlich im Moment, wie gesagt, ein bisschen überteuert, aber vermutlich lohnt sich da wirklich, die Helvetia näher anzuschauen. Und wenn man jetzt vom Risiko her geht, glaube ich, birgt die Zürich etwas mehr Risiken als die Helvetia. Vielleicht, also ich bin ja stark in Versicherungen drin, weil ich mich da halt auskenne. Ich arbeite bei der Schweizer Rück und ich meine, wir haben die Schweizer Rück-Aktie ja nicht, weil die ja wirklich die höchste Dividende gibt momentan und die wird auch bezahlt. Diesen Frühling, die 5,90 werden garantiert bezahlt. Der Kurs steigt stark, der Swissri in den letzten Wochen. Zürich habe ich auch schon länger. Ich habe die viel, viel günstiger gekauft. Und für mich sind die stark gestiegen. Also wenn ich den Kurs vergleiche, ich habe hohe Gewinne darauf. Und ich denke, es ist immer noch Kurspotenzial drin. Es ist einfach diese riesige, im letzten Jahr, wie du erwähnt hast, es wurde eine riesige Akquisition gemacht von Zürich. Und da muss man, weiß man noch nicht genau, wie gut wird die Integration funktionieren. Also dort ist ein bestimmtes Risiko drin. Aber wenn das erfolgreich läuft, dann denke ich, hat das ziemlich Kurspotenzial bei der Zürich. Also das heißt, der Kurs kann durchaus noch weiter steigen. Die Helvetia, die hatte einfach Pech im 2020. Die hatten mit Corona riesige Verluste auf den Portfolios. Und dann haben sie sich zusätzlich begonnen abzusichern. Für teures Geld haben sie das ganze ganzen Investments, die sie haben, abgesichert. Und zwar in dem Moment, als dann die Börse sich rasch erholte und wieder anstieg. Und am Schluss des Jahres hat das natürlich das Ergebnis sehr schlecht ausgesehen. Und da wurde die Aktie halt massiv abgestraft. Und dann hat sie das Engagement mit Caser in Spanien, hat sie eine Versicherung gekauft in Spanien und auch dort war man kritisch, wie gut diese Akquisition in die schweizerische Helvetia reinpasst und ob die erfolgreich ist. Mittlerweile ist Caser, bringt viel Geld, ist ein erfolgreiches Investment und das sieht die Zukunft sieht gut aus. Und wenn Helvetia jetzt mit dem Investment, also Asset Management, wenn sie das jetzt wieder besser im Das war halt einfach Pech. Wenn sie das besser hinkriegen, dann hat die ein schönes Kurspotenzial, hat natürlich ein höheres Kurspotenzial als die Zürich. Und letztlich, wenn wir dann nach der Obermatt-Methode gehen wollen, dann kaufen wir die Helvetia. Obschon ich, wie gesagt, ich bin auch, wäre durchaus noch bereit, auch jetzt noch Zürich zu kaufen. Persönlich. Also ich finde Zürich auch ein ganz toller Titel. Er ist natürlich viel globaler aufgestellt, viel größer. Und wenn man so auf die nächsten 10 Jahre hinausschaut,
dann ist natürlich Zürich ein gutes, wirklich gutes Investment. Bei Helvetia weiß man natürlich nicht, was die nächsten Jahre alles bringen. Das ist alles prima. Ich würde nur ganz gerne dieses Thema wegen der Zeit zum Abschluss bringen. Ja. Also wir können abstimmen von mir aus oder ich finde es halt einfach im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit unseres Wikifolios wichtig, dass wir, es wär schwierig zu verargumentieren, wenn wir jetzt die Zürich-Versicherung kaufen würden, weil klar lässt sich das begründen, aber privat mag das ja auch durchaus einfach aufgrund der Einschätzung für die Zukunft eine sehr vernünftige Entscheidung zu sein. Auch beide Aktien zu kaufen ist sicher eine gute Entscheidung. Ich würde aber, weil wir einfach wirklich in den ersten Schritten sind und wirklich ein Schaufenster zu Obermatt sein wollen mit dem Wikifolio, würde ich nochmal eindeutig für die Helvetia plädieren. Also ich will ja auch die Zürich dann nicht kaufen, oder? Wenn nur die zur Verfügung stehen. Und wenn ich in den Filter SPI auswähle. Da haben wir die Helvetia mit drin, Kühn und Nagel also mit drin, ja. Und die DKSH mit drin. Ne? Mhm. Also ich finde das vernünftig. Vielleicht wäre spannender Swatch anstatt Kühne und Nagel. Aber da bin ich jetzt nicht vorbereitet drauf. Okay, ist gut. Ja. Aber anyway, also das sind sicher drei gute Titel. Kühn und Nagel ist ein bisschen teurer. Es ist nicht so schlimm. Ich bin da vorher reingegangen. Es ist vor allem wegen dem Kursbuchwert. Ist das tiefer unten bei Kühn und Nagel? Der Kursbuchwert könnte hier irreführend sein, weil Kühn und Nagel all die Schiffe besitzt, während ihre Konkurrenten die Schiffe nicht besitzen. Also wenn ich den Rest anschaue und diese zwei ignoriere hier, dann kommt auch der kombinierte Rang rauf, oder? Dann wird das sofort über 60 sein. Und von dem her würde ich sagen, sind das gute Wahlen, ich muss da wieder auf die Watchliste. So, Entschuldigung. Also finde ich das, ich würde auch dann Zürich nicht nehmen, weil ich das wirklich ein bisschen schwach finde, wenn die Valuation nur auf der Dividendenrendite beruht. Das ist ja etwas, das jedes Jahr sofort geändert werden kann und dann hat man eine sehr teure Aktie. Also ich würde auch dann für Helvetia, Kühn und Nagel und TKSH plädieren. Vielleicht Monika noch ein Hinweis wegen Kühn und Nagel vorziehe gegenüber TKS. Ist, dass Kühn und Nagel sehr eine nachhaltige Nachfolgeplanung hat. Das heißt, es ist sehr solide. Das ist nicht etwas, was, so wie jetzt in angelsächsischen oder jetzt viele Schweizer Unternehmen, die großen auch leiden, wo man ständig einen Managementwechsel hat, sondern die Managementwechsel sind sehr gut überlegt und kommen auch intern. Ist auch wieder jetzt, neuen CEO, der wird intern im August übernehmen. Zudem hat Kühn und Nagel jetzt große Expansionspläne in Saudi-Arabien und auf dem afrikanischen Kontinent, was auch für das Wachstum spricht. Also ich erwarte dort ein interessantes Wachstumspotenzial. Aber auch Risiko in dem Fall. Neuer Markt ist wahrscheinlich auch Risiko, oder? Gut, es gibt noch eine andere Überlegung. Wenn du 50% in einer Aktie hast, Monika, ist das nicht besonders sicher. Also ja, ich weiß, ich bin dran, darum habe ich angefangen. Das ist klar. Andererseits eben die Dividende ist immer schön. Ja. Also zum Obermatt. Also ist allseits bevorzugt, dann machen wir da mal einen Haken. Dann sollten wir vielleicht noch zwei Sätze über die DKSH trotzdem sprechen. Gibt es da einen Experten zu dieser Firma in der Runde? Ja, die kenne ich jetzt wirklich gar nicht. Ich auch nicht. Das ist Experte nicht. Ich habe die DKS schon länger etwas beobachtet und die hat auch Potenzial. Also das ist so. Ich sehe einfach, wenn man over here anschaut, das Wachstum, das ist nicht gerade wahnsinnig groß, obwohl die im asiatischen Markt operieren, bin ich etwas enttäuscht, dass nicht mehr Wachstumspotenzial da ist. Ist das, Hermann, kannst du die mal im Detail einblenden? Ist das Corona-Jahr-Geschichte gewesen? Oder? Ja, ich mache das gleich. Gut. Also Wachstum bei der DKSH. Ja, ist ja. Wirklich, also die ganzen operativen Kennzahlen.
Wir haben jetzt noch keine neuen, oder? Also wir haben nur 21 de facto. Ich habe 30. Juni. Das ist schlecht, oder? Das ist schon ziemlich schlecht, oder? Also das ist schon über Jahre hinweg ist das Umsatzwachstum mäßig und das Gewinnwachstum auch. Also die sind irgendwie ein bisschen am Scherbeln. Also ihr Geschäft ist wirklich, sie helfen Unternehmen mit einem Distributionsnetzwerk ihre Produkte in Asien zu platzieren. Und das ist da historisch gewachsen aus Produkten, die sie selbst dort vertrieben haben. Die Diethelm Keller AG vorher. Sie haben dann einfach die gleichen, weil die Produkte, die sie vertrieben haben, war dann irgendwann mal nicht mehr so gesucht in Asien. Dann haben sie begonnen, andere Produkte von anderen westeuropäischen und westlichen Unternehmen in Asien zu vertreiben. Und dort, wo ich so ein bisschen die Frage habe, sind sie da die Richtigen oder ist eine Schweizer Firma gut aufgestellt? Ich vermute, dass sie schon sehr, sehr stark lokal sind oder dass das Geschäft lokal betrieben wird und nur noch gerade die Holding bei uns hier im Seefeld ist. Ich finde, sie ist gut geführt. Ich habe den CEO mal kennengelernt. Ich finde sehr pragmatisch. Mhm. Sie sind erst vor kurzem an der Börse, damals von einem anderen CEO, ein bisschen ein blumiger CEO, ein bisschen ein sehr guter, also sehr unternehmerischer CEO, der jetzt aber abgewechselt wurde von jemandem vermutlich ein bisschen pragmatischer. Ich würde das Unternehmen interessant finden, weil sie doch ein Netzwerk haben in Asien und es ist eine Diversifikation nach Asien und hilft, wenn Asien wieder kommt, oder dann finden sie vielleicht wieder neue Geschäftsbereiche, die sie eröffnen könnten. Ich finde das auch spannend im Hinblick auf das Wikifolio, dass wir da auch mal durchaus Titel mit reinbringen, die nicht jeder schon kennt so gut und sagen, Mensch, das ist mal eine interessante Idee. Das ist so ein bisschen Chili sozusagen, obwohl sie nicht so doll wachsen, aber das ist, zeigt eine gewisse Insight auch unter Marketing-Aspekten würde ich die auch ganz gerne mit aufnehmen. Das Gute an solchen Firmen ist, oder die sind wie unter dem Radar, weil sie irgendwie ein bisschen enttäuscht haben. Und wenn die dann plötzlich etwas auf den Markt bringen, das überzeugt, dann kann der Markt sehr stark reagieren, weil er das wie normalisieren möchte. Das ist ja die grundsätzliche Idee hinter den Obermatt-Rängen oder hinter dem Faktor-Investing, dass man sagt, es gibt eine Reversion to the Mean. Die Idee ist, dass die Leute in diesen Management-Positionen alle gut sind, und irgendwann mal wieder auf den normalen, typischen Pfad zurückkommen, gerade wenn sie besonders schlecht sind. Und das wird dann honoriert, weil dann auch der Aktienpreis wieder zurückgeht in die typische Mitte. Und von dem her, glaube ich, ist der DKSA ein bisschen ein Joker, aber der neue CEO ist, glaube ich, 3 Jahre oder so, 4 Jahre dort. Das könnte durchaus sein, dass da der Durchbruch kommt nach Corona, vor allem dann, wenn Asien. Asien hat den großen Vorteil, dass sie die größte Welthandelszone gebildet haben, nachdem die Amerikaner aus dem Trans-Pacific Partnership ausgestiegen sind. Und so eine große Handelszone, das geht nicht von heute auf morgen, dass sich das in den Zahlen niederschlägt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mittelfristig oder nach ein paar Jahren, das könnte jetzt dann kommen, dort das Handelsvolumen massiv zunimmt. Und mit DKSH wäre man dann dort exponiert. Das ist sonst nicht einfach mit einer Schweizer Firma. Natürlich Nestle und so, aber wirklich so viel Asien wie DKSA findet man sonst ganz selten. Darf ich noch was fragen? Asien, heißt das auch China oder nur China? Oder? Ich glaube nicht. Also da habe ich auf der Webseite mal ein bisschen recherchiert, vor allen Dingen historisch gesehen. Das sind ja aus 3 Wurzeln, 150 Jahre gibt es diese Einzelfirmen, die dann irgendwann fusioniert haben, glaube ich schon. Und es sind eigentlich im schwerpunktmäßig die entwickelten asiatischen Länder. Also Japan ist ein großer Schwerpunkt, Thailand ist, glaube ich, ein Schwerpunkt, Korea.
Also da machen sie Marktexpansion dahin, aber sie machen nach meinem Verständnis, helfen auch Unternehmen Europa, die in Sourcing-Fragen beraten werden wollen. Also wo kann ich bestimmte Vorprodukte, Rohstoffe, wie auch immer, beziehen aus Asien, also auch in die Gegenrichtung. Und im Wesentlichen aber eher die Developed Asian Countries und nicht so sehr China, glaube ich, nach meinem Eindruck. Ich muss leider ins nächste Meeting, hat mich wieder sehr gefreut. Ja, ich auch. Ich wünsche euch was. Guten Kauf, Uwe. Hä? Guten Kauf. Ich fasse zusammen, wir kaufen die drei Helvetia, DKSH und Kühne und Nagel, oder? Sehr gut. Das riskieren wir jetzt heute. Einverstanden. Super. Also, tschüss zusammen. Gut, okay. Tschüss. Tschüss.